So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge AW. Und natürlich, Frank-Peter ist dabei. Hallo. Hallo, Frank-Peter. Hat's mich nicht gehört? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Gut, Entschuldigung. hallo, du. So, wir hatten ja als letztes so eine Mission gespielt in der letzten Folge, wo ich so richtig abgekackt bin. Aber ich habe was entdeckt, und zwar, ich kann einen Panzer kaufen beim Händler Wölfli, bei der guten Frau. Und dann wollen wir uns das Ganze doch auch mal angucken. Was würdest du mir denn empfehlen? Also ich kann entweder den oder den kaufen. Den Den. Patton oder den LAV. Also den LAV mag ich so gern, weil das ein Radpanzer ist und ich komme mit den Radpanzer bei der Lenkung nicht zurecht. Okay. Weil ich finde, die fahren sich wie auf ganz so heftig, wie ich das von War Thunder kenne, von den niedrigen Panzern, aber eh nicht schlimm. Dass du ständig schlingern, dass du ständig übersteuerst. Von daher würde ich erstmal einen Patton empfehlen. Aber ich könnte auch sogar den XM800T könnte ich auch kaufen. Hast du Credits für beide? Warte mal, erstmal. Ja, hätte ich. Also den Patton brauchst du, glaube ich, um den Leo freizuspielen. Ja, genau, den brauche ich sowieso kaufen. Ach, der ist ja auch nicht teuer. Der XM800T ist auch lustig. Der hat auch so Maschinen. Sag nur, den hast du auch schon. Ja, was für eine blöde Frage. Entschuldigung. Naja, So. Panzer geht. Gut, dann haben wir ja jetzt zwei neue Panzer. Das bedeutet natürlich auch, wir können mit den zwei neuen Panzern auch schon mal das ein oder andere machen, ne? Gut, Frank-Peter, wir sind mit einer Schlacht dran. Da würde ich gerne mal diesen Patton 48 fahren. Du auch. Ich zeig dir, nee, ich zeig nicht den anderen, mag ich nicht. Den anderen habe ich auch noch in der Garage stehen. Sag, den fahre ich nicht so gern. Oder braucht man hier keinen Garagenplatz? Und ich habe mir den Leo kaufen können, Leo 1. Wow, das ist natürlich so mein Ding, so, ne? Leopard, deutscher Panzer. Ich habe doch keine Garagenbegrenzung, habe ich den Eindruck. Weil ich sehe keine Begrenzung und dann hat mir irgendwas anderes gefehlt. Na dann ist auch hundertprozentig. Ich konnte die ganze Zeit nicht kaufen. Ich wollte ihn eigentlich kaufen und irgendwie hat es nicht funktioniert. Aber egal. Hafensturm, die Karte Hafensturm, die kenne ich schon, die habe ich schon mal gespielt. Wir müssen zu dem Weißen Kreuz, ne? Also das ist das primäre Ziel. Weiße Kreuz heißt halt, beide Fraktionen müssen es erobern. Das ist deine allererste Karte gewesen, wo du Richtig, noch den stimmt. Ton eingestellt hast. Stimmt, du hast recht. Ja, und diesmal werde ich mich auch ein bisschen zurückhalten. Ich werde mal einfach mal gucken, was so die anderen machen. Und naja, mal sehen, was dabei rauskommt. Ich möchte nicht wieder so früh gekillt werden. Ich Gucken, glaube, wo die hinfahren. ich weiß noch nicht. Vielleicht fahre ich sogar mal ein bisschen außerhalb. Mit außerhalb meine ich mehr noch im Norden. Ja, fahren wir in den Norden. Wir fahren vor allem in den Süden, in den Hafen rein, dann fehlt es im Norden, da fahren wir mal hin. Die fangen ja, die haben ja ihren Startpunkt im Süden, glaube ich. Da kann ich mich dran erinnern. Wir haben ja das, meine erste Karte war ja auch im Süden. Brauchst du Also, dich nicht zu erinnern, guck auf die Minikarte, da ist ein rotes Kreuz, da starten nee, wir. bei mir ist kein rotes Kreuz. Unten im Hafen. Nein, ist bei mir nicht. Entweder ich habe bei mir irgendwas nicht richtig eingestellt oder. Das sehe ich nachher im Video. Das siehst du dann im Video, ja.
Ich finde diese Bezeichnung von unseren ganzen Panzern, die hier rumfahren und die aufgedeckt werden, also einmal der eigenen Team und die von den anderen, die haben, das ist alles sehr, es ist sehr viel auf der Karte. Also man hat eigentlich gar nicht so den Genuss von der Karte halt, von der Landschaft. Ich weiß, wir sind hier nicht, um Landschaft zu begucken, aber. Ja, der Vorteil ist, du siehst, was für ein Panzer da rumfährst und kannst Ja. schon mal drauf dich einrichten, was für eine Munition du lädst, zum Beispiel. Ich habe den Eindruck, das ist bei WoT aber ein bisschen anders da. Das ist eine Einstellungsfrage bei WoT. Standardmäßig ist es aus, das kannst du dir aber einstellen, dass du das angezeigt bekommst. Der Norden ist zwar auf der einen Seite interessant, aber wir haben da so einen leichten Hügel dazwischen. Treffen, ja, das ist. Ah ja, jetzt kommen da schon mal mehr Rote hinter dem Bahngleis. Ja, du Mistkerl. Wo verstecken die sich? Einer weniger. Zwei sind schon weniger. Aber bei uns sind schon drei Zweiter, raus. dritter hat es gerade erwischt. Und irgendeiner beballert mich hier. Warum haben wir hier eigentlich nur Stellung halten? Ja, ich Weil glaube, ich komme hier nicht vorbei. wir Da müssen. wo du bist, kommt man vielleicht raus. Aber ich stehe hier unter Feuer. Bei mir hat Soll ich jemand. dir helfen? Nee, 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 nee. Also er trifft mich nicht. Ich bin hinter dem Waggon, aber grundsätzlich komme ich hier nicht raus, weil ich hier die Nase rausstecke. Verballert mich da einer, den ich leider jetzt verpasst habe, zurückzustellen. Das Dumme ist, das mit dem Norden, das war eigentlich keine so gute Idee. Wollte ich mal sehen. Das ist völlig in Ordnung. Mein legitimer Wunsch, Oh aber Scheiße, da schießt einer auf mich. Dreh dich doch, Mann. hier auch nicht weg. Wenn ich jetzt hier wegfahre, dann ist die Flanke offen, dann rollen sie alles auf. Die sind auch hinter dir übrigens, ne? Ja, nicht hinter mir, eher neben mir. Ja, aber ich werde doch beschossen. Irgendeiner sieht mich und sehe ihn nicht. Ja, schlägt noch einen. Aber dann ist zumindest einer nicht bei der Fahne, also beim Kreis. Ach, Mistkerle. Na, mich hat's erwischt. Leid. Das war auch wieder Dummheit. Ich hätte da weggemusst. Bist du? Ich finde dich noch nicht. Da bist du. Ah ja. So, ich bin hier festgenagelt. Kann ich weg? Ja, ich sehe warum. Na, Du guck, jetzt hast kommen sie zwei. an. Eben Ja, kommen die ja. Schweine an. Ich bin doch einsam alleine. Wie könnt ihr auf einen einsam allein gehen zu viert? Das ist böse. Das macht man doch nicht. Das ist böse, ja. Der eine ist aber weg, glaube ich, oder? Nee, der Die ist sind doch noch alle noch da. da. Der Sack, hä? Nur weil er sich ein bisschen schneller bewegen kann. Genau. Das Spiel ist unfair. Die haben bessere Panzer als ich.
Oh, das war's. Ja, Ja, bin zufrieden. das machen wir auch schnell weg, weil. Das willst du nicht mehr sehen, den Scheiß. Nee. Ich habe ja gesagt, dass ich mal so eine Schlacht auch komplett zeigen werde. Das werde ich auch mit Sicherheit machen. Und dann werde ich auch mal ein bisschen switchen auf die anderen Panzer. Als wärst du auch irgendwann, wenn es mal so spannend wird. Natürlich, auf jeden Fall. Also Wenn so. irgendwann wird das dazu kommen, wo du halt sagst, boah, da will ich jetzt nicht raus. Das will ich jetzt noch wissen. So, die Drogen gehen da. Verdammte Hacke. So, dann fehlt mir jetzt noch mein zweiter Neuer. Den möchte ich gerne fahren. Und da möchte ich aber auch gerne Schlacht fahren, weil ich glaube, dass man bei dem Spiel einfach ganz einfach auch Schlachten am meisten macht. Die Missionen sind zwar nett und so, aber an die muss ich mich Mir erstmal noch gefällt. gewöhnen. Also, all die anderen, die du noch nicht eingeladen hast, die haben den ganzen Tag anscheinend Missionen gespielt. Die haben keine Schlachten gemacht. Ja, weil sie da auf KI treffen und KI ist. Ja, können sie gut ballern. Die Jungs sind gut, die Ja, ballern halt klar. reisenweise die armen KIs ab. Und wenn sie da, wenn sie, Darfst ruhig Knöpfchen drücken. wenn die an der Schlacht teilnehmen und die haben menschliche Gegner, dann sieht die Sache schon, die sind nicht so berechenbar. Der Mensch. Also der Mensch macht ab und zu auch Genau. mal unberechenbare Dinge und Der kommt. deswegen. Ja, okay, die können die Computer relativ in dem Sinne berechnen, die wissen, wo die spawnen. Da fahren die schon mal in Stellung, die Schweine. Ja, genau. Ja? Ansonsten, ja, wenn du Pech hast, taucht dann halt direkt neben dir eine auf und schießt dich ab. Das kann dir dann auch passieren. Aber momentan haben die Spaß dran, die KIs abzuschießen. Ah ja, ich sag mal, ich werde mit Sicherheit auch die ein oder andere Folge. Ach, hier bin ich genau an derselben Stelle, wo ich beim letzten Mal, glaube ich, auch war. Also der Turm, der dreht sich schon mal ziemlich flott. Ist ein kleiner, schnuckliger Panzer. Der ist auch schnucklig. Der macht Spaß. So, dann werde ich aber hier außenrum diesmal oder durch die Stadt. Ach, das ist immer so eine Sache. Durch die Stadt hatte ich vorhin Pech gehabt. Ah, ich versuche es nochmal. Jetzt passe ich ein bisschen mehr auf. Müssen wir erst zu dem Kreuz? Ach, das ist ja Kreuz. Weiße Kreuz muss auch hier erobert werden. Ah. Jetzt habe ich auch ein rotes Kreuz übrigens. Okay. Oh, der ist auch schnell. Der ist schnell, der ist wendig, hat eine coole MG. Aber der MG heißt halt auch immer, du musst lange draufhalten, musst lange aus der Deckung raus. Das ist eben. Ich versuche mich da mal schön vorsichtig, obwohl die haben ganz schön weiten Weg bis dahin. Ja, wir treffen hier gleich wieder. Wir sind an derselben Stelle, wie wir schon mal waren. Das war nicht so gut. Das hat mir die Geschwindigkeit. Deswegen ist. Ah, du bist aber auch ganz schön weit vorgeprescht. Ja, aber hier mehr oder weniger alleine. Nee, ich bin bei dir, aber gut, ich bin keine große Hilfe. Aber vom Westen her bin ich hier offen. Eine reingewirkt. Hab schon erwähnt, dass es kein Friendly Fire hier gibt. Du kannst nicht deinen Teamkollegen abschießen. Das ist doch gut, oder nicht? Aber weil du mir eben gerade genau in Feuer gefahren bist. Ja, bist du auch schon wieder ziemlich runtergenagt. Oh, der hat einen Treffer. Oh mein Gott. Aber
Mein Traum ist der Leo, den du da hast. Ah, den kriegst du halt relativ schnell. Na, nein, wir gehen nicht. Ja. Und tschüss, sehr schön. Guter Schuss. So, jetzt lassen wir den da oben mal stehen. Wir gehen mal in die andere Richtung. Wir helfen mal dem einen, der noch übrig ist. Übrigens, das ist eine richtig äußerst gute Schlacht. Wir führen nämlich. 5, 7, ja. Also hier wird angezeigt, wie viele Panzer noch übrig sind. Wo ist denn der? Da hinten. Na klasse. Mal gucken, was er von Peter so macht. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ach, der Leo. Ist das ein schöner Panzer. Auch gleich weg. Abpraller. Stell dich an. Streng dich an, meine ich. Nee, das wird nichts mehr hier. Weil ich nicht mehr rechtzeitig rückwärts komme. Das waren halt auch 3 Stück gegen mich. Das war gemein. Ich bin nur vorgefahren, bumm, weg war ich. Ich wollte eigentlich gerade schießen, ich wollte gerade einen im Visier nehmen. Ja, ich habe mich noch relativ clever hingestellt, aber so auf den niedrigen Tiers bisher habe ich nicht viele Abpraller. Hier will einer Rallye fahren mit seinem Panzer. Der hat denselben wie ich ne hatte. Der ist wiederum bestimmt ein bisschen zuwendig. Der heizt aber auch da rum. Und das hier ist ein Marder oder sowas. Zumindest sieht das so aus. Ich kenne das von früher halt her, ne? Marder. Der macht gerade eine Tankstelle kaputt. Ja, die einen kommen von der Flanke, das sieht gut aus. Sind auch nur noch 3 Stück, die sind alle. Das heißt, einer ist da im Osten, zwei sind im Süden. Einer fährt hier auf den Berg, bald wo der ist, sind alle 3 im Süden. Und der hier ist im Kreis. Ja, und es sieht gut aus, sie kommen von allen Seiten. Ja, Ja, und. sie unterstützen halt jetzt, ne? Ja. Was eigentlich sehr gut ist. Der Dabsche XM800 hat sich gerade heftig selber Schaden zugefügt, weil er tief den Berg runtergefallen ist. Der Rallye-Fahrer. Jawohl. Bleib schön im Kreis, Junge. Das Match, das nimmt uns keiner mehr. Wenn die Was wird hier? abfeuern, ne, das haben die richtig geil gemacht, ne, dieser Effekt da vor der Kanone. Auch dass der Staub halt drumherum hochwirbelt. Da war schon der Sieg. Ja, Leute, der Sieg ist uns diesmal sicher. Ja, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Der Mischnick und ich, wir machen jetzt mal eine kleine Pause und dann werden wir weitersehen. Bis denne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye bye.